Ja, hallo und willkommen zurück zum kleinen tapferen Schneiderlein, beziehungsweise zum kleinen schlafenden Schneiderlein. Peter ist ja hier schon wieder vor lauter Erschöpfung eingepennt. Ja, vom Nichtstun wird man auch müde. So, hier müssen wir auf jeden Fall diesen Mantel oder Kaftan, was auch immer, fertig nähen. Und dazu brauchen wir noch ein paar Schnallen. Das heißt, wir wimmeln uns jetzt hier erstmal wieder durch. Hier fehlt ein Hut. Ein Hut. Ach, wir haben einen magischen Stern. Wollen wir noch mal gucken, was in der magischen Kiste versteckt ist. Ich hoffe noch mal, Bubbles. Oh nein, jetzt ernsthaft? Okay. Sollte ich, wenn ich Glück habe, gerade so hinbekommen? Weil ich denke, dass das so einfach ist und ich mal wieder nicht die Gebrauchsanweisung gelesen habe, wird hier gleich wieder alles schief gehen und nichts funktionieren. Nein, es klappt. Ui, bin gerührt. Ja, wir haben den Hut für die Tür. Können wir erstmal schauen, was dahinter ist? Hm? Ein Flur. Den Flur, den kennen wir doch. Ich will ja nichts sagen, aber den Flur, den kennen wir. Ein bisschen abgeändert, andere Türen drin, aber ansonsten der gleiche Aufbau, nämlich vom Nussknacker. Peters Katze Simkin scheint nach mir zu rufen. Es ist komisch, doch vielleicht folge ich diesem cleveren Jungen lieber. So, na, wir gucken uns trotzdem erstmal um. So, was haben wir denn hier alles? Hier können wir erstmal nichts aufmachen. Überall liegen Weihnachtskugeln rum. Oh nein, die Maus mit dem Pullover. Hier fehlt noch eine Figur. Aber die Zange nehme ich schon mal mit. So, das sind wahrscheinlich die vier Weisen aus dem Morgenland. Und die können wir noch anzünden. Können wir nicht? Warte mal, was? In der Kerze ist etwas versteckt. Ich muss sie schmelzen. Ach so. Habe ich denn überhaupt ein Feuerzeug? Nö. Natürlich nicht. So, hier fehlt ein Engel. Sehe ich ja jetzt schon. Und was haben wir hier? Da steckt etwas im Holz. Man, gut, dass ich eine Zange habe. So, hier haben wir schon mal ein Pferd. Achso, Moment, können wir das auch? Bunte Bonbons. Aha. So, wo machen wir denn das Pferd rein? Jetzt nicht so aus wie ein Pferd, würde ich mal sagen. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Irgendwo war doch... Ja, da war's. So, wir haben eine halbe Figur bekommen. Ganz toll. Und da oben fehlt auch... Ach ja, da fehlt die Glühbirne. So, wir haben eine Glocke. Die hänge ich schon mal an die Tür. Eine fehlt dann immer noch. Zange haben wir noch, sogar im Inventar. Ich bin ja ganz geplättet. Ja, hier fehlt noch was. Glocke fehlt. Und vom Kaftan fehlt auch noch einiges. Mehr können wir hier auch gar nicht nehmen. Nee. Moment mal. Kann ich doch bestimmt die Kerze anzünden. So, die packe ich mir erstmal mal in die Tasche. Ist immer schön mit einer Wunderkerze drin. So, und die Kerze war bei Wisch bestellt. Autsch, das Wachs ist viel zu heiß. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Nur gut, dass ich eine Zange habe. So, gib mir auch das Bonbon. Sehr gut, jetzt sind wir auch die Zange los. Schade eigentlich. So, der Engel, der kann erstmal in die Tür. Das heißt, wir kommen bestimmt irgendwo hin. Info, stelle die Melodie über den Engelchen wieder her, um die Tür zu öffnen. Toll. Ne, sieht auch komisch aus. Auch komisch aus. Das sieht gut aus. So, den Notenschlüssel. Warte mal, den müssen wir mal
so machen? Ne? Achso, Quatsch, ist ja eine halbe Note, die nach oben geht. Die könnte dahin. So, dann haben wir hier die. Du kommst dahin und... Oh, ich tausche mal auch noch aus. So, dann mal hinein in ins Schlafzimmer. Simkin hat mich also hier hingebracht. Er ist dort auf dem Bett. Tja, aber was ist da nur? Klebstoff. Oh nein, eine Maus. Diese Maus scheint ein paar nützliche Informationen zu haben, vielleicht Peters Liste. Doch sie will mich erst noch testen. Echt, ja? Woher weißt du das? Oh Gott, wir müssen rechnen, oder wie, oder was? Ja, mach's gut. So, können wir mit der Katze irgendwas anfangen? Nee. Oh, Simkins stören diese Mäuse anscheinend nicht. Also Simkins für einen Kater ist auch komisch. So, wir haben auf jeden Fall die andere Hälfte vom Weihnachtsmann. So, was haben wir denn hier? Ein Staubwedel? Und hier können wir die Skizze zusammensetzen. Okay, und hier brauchen wir wahrscheinlich mal wieder eine Zange. Hm, kannst du dir den Besen nehmen? So, prima. Der kann jetzt erstmal irgendwo Staub wischen. Wenn Gutherz seine Kleidung beschmutzt, wäre das wirklich eine Schande. Ich sollte seine schönen roten Sachen beschützen. Ernsthaft? Ist hier noch eine Schürze oder sowas? Habe ich nicht. Okay, so, was haben wir denn? Wir haben die Figur. Die repariere ich jetzt erstmal. Nicht. Jetzt kann ich den Kleber auftragen. Na, sieht doch aus wie neu. Gehen wir mal raus auf den Flur und stellen die mal hier hin. So. Ja, gut aus. Ja, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Okay, jetzt haben wir hier nur noch der Huf, der fehlt. So, ich habe eine Glühbirne. Oh nein. Ja, und wir haben ein Küchenelf. Oder ein Zimmermädchenelf. Nee, Quatsch, hier war das ja nicht. Hier war das mit der Glühbirne. Hm? Kann man das hier anmachen? Also, ich finde nicht, dass das jetzt gerade heller geworden ist. So, was haben wir denn bekommen? Stäbe, ganz toll. Vielen Dank. Stäbe. Ach nee, das sind ja die falschen Glocken. Wozu brauchen wir denn Stäbe? Ach nee, dafür. Info. Besiege die Maus. Erstelle und vollständige mehr Quadrate mit deinen Stäben als die Maus. Es gelten die Regeln wie beim Käsekästchen. Ach du. Was? Mach mir nicht alles nach. Hä? Wieso kann... Achso, ich dachte, das ganze Kästchen muss gelb sein. Weil ich das jetzt mache, macht er hier zu. Ja, das war doch klar. Oh nein. Hä? Das ist ja gemein. Okay, ich übe noch. Toll. Wenn ich das mache, dann hat er gleich zwei Kästchen. Zu blöd für das Spiel. Das verstehe ich aber nicht. Hier war doch nichts weiter. Wieso kann er denn jetzt hier zumachen? Hier, wieso kann er da zumachen?
Kann doch gar nicht sein. Ist doch kein Käsekästchen. Du willst mich doch veräppeln. Mit dir spiele ich nicht mehr. Sei froh, dass du ein Spiel bist. Wenn ich das jetzt wieder mache, dann macht der zu. Hier, nichts ist da. Ich mach dem jetzt alles nach. Ne. Ne. Kann nicht zumachen. Das kann ich auch nicht zumachen. Dann hat der nämlich auch schon wieder alles voll gebombt. Ist auch nicht. Das kann doch jetzt nicht sein. Hier war doch nichts. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Kann ich den nicht hauen? Bleib mir bloß weg hier. No, wenn ich das mache, dann kann das zumachen. Tja, was soll ich dazu sagen? Welches nehmen wir denn? Das kann er auch nicht zumachen. Kann auch nicht zumachen. Das könnte ich machen. Das ist so ein gemeines Spiel. Hier könnte ich zumachen. Okay, ich habe zwei. Was jetzt nicht doll ist. Zumachen. Ah, verdammt. Okay, so.
ich das zumache, dann kann er nur eins zumachen. Ich das zumache, kann er die ganze Reihe zumachen. Das kann er auch die ganze Reihe, also kann ich nur das. Ach so, bin ich ja. Ja, lach nicht. Oh, läuft gut. Ich kann noch mal. So, wenn ich das zumache, dann macht er hier zu. Er kann aber nur einen zumachen. Ja, ich glaube, der kann nur eins machen. Ich habe mich geirrt. Verdammt. Was für ein komisches Spiel. Aber gut, sieht gut aus. Ja, mehr kann ich nicht machen. Jetzt muss ich Schadensbegrenzung machen. Mal, wenn ich den mache, dann macht er hier zu. Und kann aber auch tatsächlich nur ein. Ja, hier zu macht es blöd. Den. Ja, und das verstehe ich nicht. Er setzt hier. Ich durchblick das Spiel nicht. Egal, ich habe gewonnen. Oh. So, wir haben zerknülltes Papier. Wahrscheinlich seine Gebrauchsanweisung. Naja, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Doch wie soll ich die Mäuseschrift ohne Hilfe lesen? Okay, wir brauchen eine Lupe oder sowas. Was habe ich denn hier? Ein Huf. Oh nein. Das arme Tier. Kein Huf. So, wir haben eine Lupe. Das ist schon mal sehr gut. So, das ist die Liste, die wir brauchen. Die kann ich doch bestimmt hier drauf... Nicht. Okay, erstmal, was hier noch war. Ach ja, die kriegen wir ja auch noch nicht auf. Da fehlt eine Auszeichnung. Durchs Fenster können wir auch nicht einfach heimlich abhauen. Gut, dann gehe ich nochmal raus. Na, raus. Und zwar hierhin. Hey, Oliver. I think you need this Mother Mouse's help more than mine right now. If you don't mind, I'll just wait for you here. Good luck. Hey Oliver, ich glaube, dass du momentan Mutter-Maus-Hilfe mehr benötigst als meine. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich hier auf dich warten. Viel Glück. Okay. Also sie hilft uns jetzt. Oh nein. Ja, dann komm mal mit, junge Dame. Ist ja irgendwie niedlich. So, ich brauche weißes Garn, goldene Schnallen, das goldene Garn und die Skizze. Oh, eine Glocke, ich dachte, das ist ein Fingerhut. So, Info. Passe die Farben und das Muster der Glocken an die Stoffe der Kreisfragmente an. Achso. Ich hoffe, wir können es einfach so... Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, man kann es so tauschen. Das finde ich schon mal gut. Aber...
Tja, aber leider ist nicht alles farbig, wollte ich gerade sagen. So, aber warte mal, hier müsste, der müsste dahin, so. Und die müssten getauscht werden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. So, wir haben hier grün. Ein Punkt. Der kommt dahin. So, der kommt dahin. Karo und das komische Muster. Und dann tausche ich die beiden. Und ich bin nicht richtig. Toll. Ach so, wegen dem hier. Ja, Glück gehabt. Weil anders hätte ich es jetzt auch nicht gewusst. So, wir gehen mal zur Hauptstraße. Oh, wie schön. Oh, oh nein. Der muss auch einen kalten Hintern haben auf dem Eiswolf. Oh, Patroll. Oh. Gerda weint. Meine Schwester steckt in Schwierigkeiten. Ich werde alles daran setzen, sie zu retten. Also, schönes Bild, muss ich echt sagen. Wo ist denn unser Opa Troll jetzt gerade abgeblieben? Vielleicht kann Mutter Maus weiterhelfen. Gucken erstmal. Vier kleine Katzenmusiker, wie süß. Doch eine hat kein Instrument. Ja, sie hier. Ja, ich bin gespannt, was das für ein Lied wird. So, hier fehlt der Tortenaufsatz und hier fehlt ein ganzes Emblem. Oh, warte mal, vielleicht hat der... Los, geh mal zum Wolf. Nee, macht sie jetzt echt? Hat der Angst? Oh nein! Oh mein Gott. Ja gut, wir können ihn vielleicht erstmal fesseln oder so. Ich sollte den Eishund lieber festketten. Ja, ich habe, glaube ich, aber nichts. Nadel und Faden wird, glaube ich, nicht ausreichen. Was haben wir denn hier? Nein, da ist doch irgendwas im Baum. Hm. Oh, sieht aus, als hätten der Weihnachtsmann und seine Rentiere ein paar wichtige Sachen verloren. Ja, Brille, Geweih und diverse andere Sachen ausverkauft. Oh nein. So, wir haben ein geflügeltes Pferd. Das bringe ich mal zurück. Das kommt nämlich hier hin. Vielleicht kriegen wir ein paar Handschellen. Nie, aber ein Seil. So, wenn wir es mal den Eiswolf ketten. Nicht? Oh. Das hätte ich jetzt aber gedacht. Nö. Hä, wozu brauchen wir denn das Seil? Hm, gute Frage. Bringen wir doch erstmal den Eisbären. Warte mal, wo war denn der? Ich glaube, der war draußen. Nee, war er nicht. Doch, hier war er. Ja. Sehr gut, aber was mache ich bitte mit dem Seil? Und den Weihnachtskranz schleppen wir auch schon eine ganze Weile mit uns rum. Ah, guck mal, das kann ich mitnehmen. Ah, dafür. Alles klar, Halsband und Seil. Oh Gottchen, der Arme. So, in... Diese Tür könnte etwas Festtagsstimmung gebrauchen. Aha, dafür haben wir also den Kranz. Es fehlt nur noch ein Schlüssel. Oder kommen wir hier etwa so rein? Nein, wir kommen so rein. Und wir sind beim Juwelier. Ich muss goldene Schnallen finden. Die Frage ist jetzt aber, bezahlen wir das Ganze oder machen wir hier einfach einen Langfinger? Ich kenne die Kombination nicht, doch ich könnte nach Fingerabdrücken schauen und sie so erraten. Ich brauche lediglich etwas Pulver und einen Pinsel. Und hier sind goldene Schnallen. Sollte sie einfach mal nehmen.
Das sind ja fragwürdige Methoden hier. So, Geschenke für die gesamte Familie. Hier fehlt aber noch ein Diadem. Für deine bessere Hälfte eine Kette natürlich. Dann eine Uhr für dich. Und für den kleinen Musiker. Naja, der kriegt eine Blockflöte, wahrscheinlich aus Gold. So, hier fehlt ein Schlüssel. Aber ein schöner Laden, schön geschmückt, habe ich so beim Juwelier ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Sind ja doch immer ein bisschen steril. So, da kommen wir aber auch wieder hin. Ja, goldene Flöte, sage ich doch. Gehen wir nochmal zur Hauptstraße, zu den Katzen. Zu den Bremer Stadtmusikkatzen. Such erstmal einen Notenschlüssel. Naja, vielleicht suche ich auch noch was anderes. So, hier haben wir noch eine Taste. Okay, das Klavier haben wir vollständig. So, hier fehlt der Notenschlüssel. Einer noch. Ach, eine Taste brauchen wir auch noch. Verdammt. So, eine Taste, eine Noten. Ein Notenschlüssel, nicht eine Noten. Ach, so, den habe ich schon mal. Oh nein, jetzt müssen wir das suchen, ist ja süß. Ah, und hier ist die Taste, direkt vor meinen Augen. Okay, so, wir suchen Blume, Feder, Törtchen. Das Törtchen habe ich natürlich schon längst im Auge gehabt. Na, Glöckchen nicht. So, die Feder habe ich auch schon gesehen. Geweih brauchen wir nicht. Aber den Vogel. So, dann brauchen wir noch einen Stern. Ich meine, den habe ich auch schon gesehen. Handschuh und Ballon. Handschuh, da ist er. Ballon. Der ist doch bestimmt irgendwo versteckt. So, wir brauchen noch einen Knopf. Da ist der Stern. Wir brauchen noch einen Knopf. Ach, hier ist der Ballon. So, Knopf. Boah, die Musik ist so entspannt. Wo haben wir denn hier noch einen Knopf? Nimm mal den, aber der ist es nicht. Also ich sehe keinen Knopf. Okay, wo? Zeig dich, Knopf. Okay, wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Sachen immer vor meiner Nase rumliegen, müsste der ja dann eigentlich hier so sein. Nee, ist er nicht. Hä? Oh nein. Okay. So, was haben wir denn bekommen? Ein Säckchen. Ein Bonbon. Und ein Wolf-Emblem. Dann bringen wir das mal eben zur Kiste. Und wir haben einen magischen Stern für unsere Schatulle. Und weißes Garn. Sehr schön. Das weiße Garn können wir hier schon mal ablegen. Prima. Und die Schatulle öffnen wir in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob wir den Kaftan dann zusammengeschnippelt bekommen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.